Was hier inmitten üppigen Grüns auftaucht, sind die Relikte alter Militäranlagen. Ein Kugelfang. Der Kleiberg wurde bis 2004 für Schießübungen und Panzerfahrten genutzt. Das 230 Hektar große Gebiet war schon während des Übungsbetriebes ein Ort für bedrohte Pflanzen und Tiere. Natur unter militärischem Schutz. Nun gehört der Kleiberg der Natur allein. Und diese unscheinbaren Pfützen sind der Hauptgrund für die Ausweisung als Schutzgebiet von europäischer Bedeutung. Hier kommt die vom Aussterben bedrohte Gelbbauchunke vor. Ihren Namen verdankt sie der farblich schrillen Bauchpartie. Gelbbauchunken brauchen flache Gewässer, die zeitweise trocken fallen. Alte Panzerspurrillen sind da ideal. Halboffene Weidelandschaften mit Gras und Dornenbüschen. Dieser Lebensraum zieht Neuntöter magisch an. Von Sitzwarten erspähen sie ihre Beute. Zur Paarungszeit mimt das Weibchen einen hungrigen Jungvogel. Klappt die Fütterung, bleibt das Paar zusammen. Ohne Pflege würde das offene Gelände langsam zuwachsen. Koniks, eine alte Pferderasse, helfen dabei, den Aufwuchs kurz zu halten. Und für Besucher des Kleibergs sind die halbwilden Pferde eine Attraktion.